Während auf dem zweiten Bildschirm Deutschland gegen Peru läuft und ihr damit merkt, wie lange die Aufnahme schon her ist, begrüße ich euch ganz, ganz herzlich hier zur neuen Folge Crusader Kings 3 mit unserem Herzog Arnulf von Nassau, der, ja, man muss es so sagen, mittlerweile ein wenig älter geworden ist und tatsächlich und auch schon bekanntermaßen fast schon öffentlich über sein Ableben nachdenkt. Insofern scheinen die Zeiten für ihn so langsam zum Ende zu gehen, wobei er eigentlich immer noch sehr, sehr stattlich aussieht. Nichtsdestotrotz sollten wir uns einfach mit der Zukunft beschäftigen. Das machen wir ganz, ganz vorsichtig, denn dieser Herzog hat schon ganz, ganz großartige Dinge getan. Und damit begrüße ich euch zur neuen Folge von Crusader Kings 3. Ihr seht, er ist 59 Jahre alt. Gesundheit ist schlecht. Wir sind angeschlagen. Lass uns davon aber nicht entmutigen und haben ein paar wichtige Dinge auf den Weg gebracht. Da kommen wir gleich zu. Ich bin aber auch noch am Überlegen, wie wir das Geld, was wir verdienen, das ist ja echt nicht ohne, hier die plus 10,6 im Monat, irgendwie gut ausgeben können. Und dann ist mir doch bei den Höflingen die Gelegenheit nochmal vor Augen geführt worden, einen Hoftutor an Land zu ziehen. Dieser kann für die Ausbildung aller Kinder am Hof verantwortlich werden und das Können entscheidet darüber, wie sehr er seine Schüler beeinflussen wird. Kinder können trotzdem noch individuelle Vormunder haben, das ist schon mal sehr schön, denn das hilft uns natürlich dann auch immer, besonders in der momentanen Konstellation. Aber wir haben ganz hervorragende Hoftutoren zur Verfügung. Die Frage ist, was heißt, wir haben hervorragende? Wir haben einen hervorragenden. Es ist Michael, der Philosoph von Kleve, der uns schon ein paar Mal ein Thema war. Er ist natürlich ausgezeichnet gebildet und insofern möchte ich ihn, er ist Ritter von uns, weil er auch gut am Schwert ist, als Hoftutor einsetzen. Spracherwerb, Komplottstärke geht hoch, Meinung bei Michael von Kleve geht hoch. Und insofern bin ich da sehr dafür. Und wenn wir uns später entscheiden, dieses Amt abzuerkennen, würde uns das 200 Prestige kosten und er würde 10 Jahre lang 30 Meinungen verlieren. Haben wir aber gar nicht erst vor. Er ist der Hoftutor und insofern ist er sehr, sehr gerne nun als Hofamtinhaber hier bei uns gesehen. Wir steigen in die Folge ein und drücken auf Play und dann seht ihr, was passiert ist. Wir haben ein weiteres Bündnis, denn unsere Tochter Helene, wir haben sie verheiratet mit Arnold Lütpolding Ilmünster. Das ist der Sohn von Graf Gerhard von Falkenstein. Wir gehen mal hier hin und gucken uns an, wo das gelegen ist. Ich ziehe das hier mal ein bisschen runter, ihr seht's. Irgendwo im tiefsten Bayern letzten Endes, beziehungsweise nee, es ist Österreich. Entschuldigung, Bayern ist hier. Aber das strahlt hier runter aus und wir sehen hier Villach. Oh nee, dann ist es im südlichen Bereich Österreichs. So viel geografische Korrektur darf sein. Villach hier im Dreiländereck gelegen zwischen Italien, Österreich und, ja, Quizfrage für die 32.000 bei Herrn Jauch. Slowenien ist das dritte Land. Ausgezeichnet auf jeden Fall diese Heirat hier. Wir gucken mal gerade drauf. Das ist der Sohn und Haupterbe und damit potenziell natürlich auch hier ein nicht unbedeutender Charakter, dieser Elfjährige. Ich hatte auch, wir gucken da mal gerade zuerst drauf, noch andere Optionen gesehen, nämlich im Königreich, war es im Königreich, ja, König Markwart von Lothringen wäre tatsächlich möglich gewesen, aber auch nicht ganz, weil wir den Malus der zu vielen Bündnisse nicht ausgewogen oder ausgeglichen bekommen hätten. Das wäre natürlich überragend gewesen, leider in dem Moment nicht mehr möglich. Und insofern wäre auf jeden Fall ein sehr feiner Zug gewesen, ihn zu ehelichen mit unserer Tochter Helene von Nassau. Hat aber nicht funktioniert. Aber sie ist nun versprochen und insofern sind unsere Kinder tatsächlich alle unter Dach und Fach. Und das ist ja auch schon mal sehr, sehr viel wert. Wir haben 160 Gold und werden sicherlich noch ein bisschen was investieren. Die Frage ist, wo? Und wahrscheinlich machen wir das einfach am Heimatsitz hier in Siegen und oder Umland, weil wir auch älter werden, gesundheitlich nicht mehr so gut zu gegen sind und damit sicherlich nicht mehr allzu viel umherkommen als Herzog. Ja, und dann ist die Frage, es gibt hier immer noch das neue Besitztum Diez, was, da fehlt uns echt noch ein Ticken Gold. Das spare ich jetzt hier an der Stelle nicht an. In Solms die Stadt zu verbessern, würde sehr viel kosten. Wir gehen einfach mal nach Siegen und sehen, dass wir hier die kleine Hügelfestung verbessern könnten. Die ist noch auf Stufe 1. Die Burg zu verbessern kostet auch sehr viel. Ne, wir gehen hier auf die Hügelfestung und damit eine bessere Festungsstufe letzten Endes, die ja dadurch auch die Möglichkeit bekommt, sich viel, viel besser selbst verteidigen zu können. Dauert 2 Jahre. Schöner Aspekt hier für unseren ehrgeizigen Arnulf von Nassau.
sehr schön, wir haben die Gräfin Beatrix weiter beeinflusst. Meinung von ihr über uns ist mittlerweile sehr gut. Ob wir da jetzt noch auf die 100 gehen, weiß ich tatsächlich nicht. Wir gucken uns mal um, ob es eine bessere Option für eine Beeinflussung gäbe. Sie hat übrigens auch Liebesbläschen, unser Sohn ja auch. Lassen wir das mal im Raume stehen. Sie ist auf jeden Fall beeinflusst. Gucken, ob wir das abbrechen können. Ich denke, die Meinung ist jetzt extrem gut. In unserem Rat müsste es eigentlich ganz gut ausschauen. Ja, ausgezeichnet. Könnten unseren Bischof, wobei der lebt bestimmt bald ab. Gesundheitlich schlecht ist übrigens unser Arzt, wenn ich mich recht entsinne. Der Hofarzt von uns. Da müssen wir jetzt aber aufgrund des Alters nicht mehr drauf rumreiten, in dem Sinne. Wir können nach Meinungen sortieren hier am Hofe. Da ist aber auch niemand dabei, der jetzt wirklich uns ganz, ganz wenig mag. Insofern, ich glaube, wir lassen dieses Beeinflussungskomplott hier einfach sein. Und versuchen, oder wir könnten uns mit benachbarten Herzögen etwas besser verstehen. Magnus, der Zweite von Angria, das war ein Thema. Den haben wir auch mal angegriffen. König Markwart, da könnten wir es natürlich probieren. Königreich von Böhmen, passt alles. Die Polen sind ja hier direkt bei uns. Wir gucken aufs Königreich von Polen. König Reinhard, den könnten wir vielleicht noch beeinflussen. Oh, das ist gar nicht mal so wahrscheinlich, dass das funktioniert, aber wir versuchen das einfach jetzt hier an der Stelle mal. Uns bezüglich der Polen und unserer Nachbarn interessanterweise hier unten jetzt ein bisschen mehr einzuschleimen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, das Glauben so überhaupt um Gold zu bitten. Und ich glaube, wir haben nicht so viel mit dem Glauben hier am Hut, aber wir bekommen 211 Gold. Der Papst verliert dadurch nur ein bisschen Meinung von uns. Das ist nicht allzu dramatisch. Wir können die Frömmigkeit einsetzen, die wir sowieso haben. Und wir sind einfach so berechenbar und wollen das Gold zur Verfügung haben, um noch mehr unser Herzogtum auszubauen. Insofern werde ich das an der Stelle jetzt hier einfach mal machen. Gerade auf die alten Tage wird er sich wenig darum scheren. Außerdem, wir erinnern uns an diese Persönlichkeitseigenschaft, wenig darum scheren, was da der Papst irgendwo in Rom denkt. Er gibt uns das Gold, das ist ausgezeichnet. Und insofern gehen wir hier mal auf Marburg und erhöhen die Steuern, indem wir dort Weiler installieren. Außerdem bekommen wir hier noch mehr Kontrolle momentan. Eine Fraktion gegen Kaiser Steumir. Sächsische katholische Populisten sind hier entsprechend am Werke. Und wir spulen einfach mal ein gutes Stück weit vor hier jetzt. Seit Monaten gräbt Unwahn, der Bischof von Gräfin Beatrix, hanebüchene Verträge und gefälschte Stammbäume aus. Nun wagt es die Gräfin auch noch so zu tun, als ob dies einen rechtmäßigen Anspruch auf Kassel ergäbe. Ja, wir taten gut daran, sie tatsächlich zu beeinflussen, dass das schon mal nicht grundsätzlich ein Riesenproblem wäre. Das ist eine Vasallin von uns, die wir unbedingt auf Linie halten müssen. Wir verlieren noch mehr Meinung von ihr. Die mögen wir echt nicht. Oh, und es wird die hohe Lehensautorität erlassen. Vom Kaiser. Das bedeutet, dass Vasallen wieder keinen Krieg gegen andere führen können. Außer durch ein Druckmittel. Wir hatten uns diese nicht vorhandene Lehensautorität in jüngster Vergangenheit zu Nutzen gemacht und haben mal wieder den Verdacht der Zauberei. Diesmal ist es Volkart von Leiningen. Wow, wie gebildet ist der denn? Wow. Blöd, dass der Bildungswert uns nirgendwo hilft in unserem Rate. 58 Jahre alt, könnten den. Also wir haben eine Person auf dem Gewissen, das war schon mal so eine Geschichte, beziehungsweise schon mehrfach. Wir haben auf dieses ganze Zauberei-Thema in unserem Alter auch echt keine Lust mehr. Aufgebrachte Bauern, Volksmeinung geht runter um 25. Und dennoch, Indizienbeweise, lasst ihn bitte frei. Und jetzt ist er doch tot? Jetzt ist er spurlos verschwunden. Nun denn, haben wir ihn mal freigelassen. Der fachkundige Ratskanzler.
Mein Ratskanzler Bürgermeister Landolf hat sich als höchst fähig erwiesen, insbesondere bei Angelegenheiten diplomatischer Natur. Es gibt da einige Projekte, die ich in der Grafschaft von Kassel gern unternehmen würde. Mit eurem Segen, versteht sich. Gucken wir uns nochmal an. Er ist relativ gut in, also sehr ausgezeichnet eigentlich sogar in Diplomatie. Und wir könnten ihn übernehmen lassen. Grafschaft von Kassel bekommt ermutigte Verbesserungen. Entwicklungszuwachs würde steigen. Er gewinnt Meinung von uns. Oder aber Vasallen sollten sich solche Freiheiten nicht erlauben. Er ist ja immerhin der Ratskanzler. Wie ticken wir in dem Bereich? Sind wir in dem Moment zynisch und verwehren ihm das? Ehrgeizig wäre dann wieder. Also, der Ehrgeiz spricht dafür, dass wir ihn machen lassen und die Entwicklung zunimmt. Der Zynismus. Solche Freiheiten, da könnte ja jeder kommen. Ich glaube, dann würfen wir es in dieser Doppelkonstellation dann auch einfach aus. Und es ist eine 5. Ja. Vasallen sollten sich diese Freiheiten nicht erlauben. Verliert 10 Meinungen. Oh, wir bekommen die Möglichkeit der Horizonterweiterung. Klingt erstmal ganz gut. Obschon mein Sohn und Erbe Jakob durchaus das ein oder andere über Gerüchte bei Hofe weiß, ist Herzogin Elisabeth der Ansicht, dass er seinen Horizont erweitern sollte. Ich würde ein paar neue Folianten erwerben, einige Aufgaben vorbereiten, ihn ein wenig unterrichten. Welches Fachgebiet würde Jakob denn wohl am meisten nutzen? Es geht um ihn, der den Horizont erweitern soll. Tja, und dann ist es die Frage, Diplomatie bekommt einen Punkt hinzu, Verwaltung oder Theologie in der Bildung? Er hat natürlich krasse Bildungsdefizite. Diplomatisch ist er eher Durchschnitt. Ja, und warum nicht beim Verwaltungswert noch was hinzu? Ich meine, wir sind da sehr bewandert mit 19 und vielleicht, wenn wir schon gefragt werden, gehen wir auf die Wirtschaft des Reiches. Sehr schön, bekommt er einen Punkt hinzu. Und wir bekommen einen neuen Verwaltungslebenswandel-Punkt, den wir an der Stelle gerne nutzen. Verteidigungsplanung ist hier noch offen beim Architekten. Es ist meine Domäne. Untertanenerpressung. Boah. Werden wir so im Alter? Meinung der republikanischen Herrscher plus 20 oder republikanische Vasallensteuer plus 15%. Die detaillierten Hauptbücher. Ja, warum eigentlich nicht? Detaillierte Hauptbücher hier rein als nächstes. Sind bei 10,2 hier momentan. Der Ratsmarschall verdient Respekt. Führung durch den Ratsmarschall. Volksmeinung geht extrem hoch. Siegfried macht hier eine gute Arbeit. Und es gibt einen Komplott bei Hofe. Selten bei uns bislang, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern spannend. Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu uns gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet einen Komplott, den Bischof Ingvar zu ermorden. Tja, wir decken das Ganze auf. Gucken hier gerade mal rein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ah, und sehr schön. Der König Reinhard von Polen. Plus 25. Helene profitiert von der guten Unterrichtung. Auch ausgezeichnet. Aber der König Reinhard mag uns jetzt ein gutes Stück weit mehr. Das freut mich erstmal. Wir könnten schon wieder das... Ah, wir konnten kurz das Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Aber wir können einen weiteren Krieg erklären. Dauphin Clermont-Dax, was ist das und warum? Ansprüche von Wilhelmina von Habsburg, ist ein Höfling von uns. Was haben wir denn damit zu tun? Grafschaft von Leiden. Wir sind hier oben und da unten sollen wir irgendwie tätig werden. Für Wilhelmina. Ah! Oh, warum ist die denn nur... Also erstens ist sie krank. Zweitens ist sie homosexuell. Und drittens ist sie die Frau... Jetzt komme ich erst wieder dahinter. Von Christopher. Warum in die... Achso, das sind die Krankheitsgewänder. Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Es sind ausschließlich die Krankheitsgewänder, weshalb sie so aussieht. Schade, dass... Also ja, das ist die Schwiegertochter ganz einfach. Das wäre ein durchaus anstrengender Krieg. Frage ist, ob wir da jetzt nochmal irgendwie... Ich weiß es nicht. Irrwitzig ist in dem Zusammenhang, dass Graf Frederik von Forez Krieg gegen die Tyrannei von Dauphine Clermont-Dax führt. Und die ist gerade erst geboren.
Dauphin Benezet ist verstorben und das kann nicht so lange her sein. Na, wobei, doch. Also, das verstehe ich nicht mit der Titelgeschichte. Wann ist er denn verstorben? Ah, nein, doch hier. Am 11. September 1129. Ich hatte mich verschaut. Der war geboren 1111. Wurde nicht wirklich alt. Und dann ging es wahrscheinlich auch da um seine Angelegenheiten. Aber ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass wir da aktiv werden. Wir haben das zwar im Blick und bekommen es ja auch angezeigt, aber da jetzt tätig zu werden, das sieht ihm nicht ähnlich. Ehrgeiz bedeutet nicht, für andere tätig zu werden. Insofern sei es drum. Nächste Fraktion gegen den Kaiser. Und das sind ein paar. Stark genug sind aber keine diesbezüglich momentan. Da muss er sich noch keine Gedanken machen. Könnten wiederum, ja, wir könnten wiederum den Papst, und das ist ein neuer Papst, Benediktus der Zehnte, fragen nach Gold. Ja, sind wir so abgebrüht? Das ist jetzt wirklich die Frage. Nee, aber wir können ja sehr viel Gold hier aufwenden, um weiterhin den Ausbau zu betreiben. Die Frage ist, warten wir hier nicht eventuell, um ein neues Besitztum zu errichten? Also ich will das eventuell zumindest mal versuchen. Nach 5 Jahren sind allerdings die Mittel, die ich meinem Naturphilosoph Michael als Lehensspende zur Verfügung gestellt habe, zur Neige gegangen. Ja, wir wollen ihn natürlich, wir haben uns ja mit ihm noch angenähert, er ist der Hoftutor und na, 75 Gold würden nochmal weggehen. Förderung der Naturphilosophie, Bildung geht hinzu, Entwicklungszuwachs 15%, das ist schon sehr, sehr gut. Die Meinung muss er nicht unbedingt hinzugewinnen. Insofern, wir verlängern das Patronat ganz einfach. Und die Frage ist, sollen wir es nicht deshalb doch machen? Sind wir so abgebrüht, die 222? Er würde es annehmen. Doch, ich glaube, wir machen das. Ehrgeizig möchte er eventuell in seiner Heimat noch was anderes realisieren. Anbauten. Wir haben viel und lange in unserem Lebenswandel darauf hingearbeitet. Ich ringe mich dazu durch. Papst wird das annehmen. Jetzt sind wir wahrlich reich und gucken, was hier möglich ist. Wir können einen Tempel erschaffen, der kostet 380. Die Dynastie Nassau bekommt dadurch sehr viel Bekanntheit. Wir bekommen sehr viel Frömmigkeit. Der Eifer vom Katholizismus steigt. Und insofern errichten wir hier einen Tempel. Das ist dann auch insoweit natürlich ein bisschen das Zurückgeben der Gelder. Es wird ein Tempel errichtet und nicht irgendwie was anderes. 4 Jahre verbleibend für Dietz. Und insofern ausgezeichnet. Eine Win-Win-Situation, möchte ich fast meinen. Wir sind immer noch bei Geld und Gold. Ah, sehr schön, der König von Polen. Die Meinung wird immer besser. Das hat also ausgezeichnet geklappt. Wir gucken hier nochmal so nebendrum. Vielleicht jetzt König Markwart. Wir wechseln mal munter umher. Die Beeinflussung müsste also in dem Moment dort enden. Weiler in Marburg sind gebaut. Mehr Gold für uns, ausgezeichnet. Petition an den Lehnsherrn ist möglich. Die nutzen wir gerne. Die Frage ist, was ist möglich? Die Grenzbefestigung stärkt Grenzgrafschaften. Oder ein Stadtbesitztum finanzieren. Oder eine Tempelschenkung. Ja, mit dem Tempel sind wir ja schon vorangeschritten. Die Frage ist, was machen wir? Wir könnten Kaiser Stolmir darum ersuchen, ein Stadtbesitztum zu finanzieren. Warum eigentlich nicht? Ich werde in den Thronsaal von Kaiser Stolmir eskortiert, wo er mir bedeutet, mich ihm zu nähern und ihn anzusprechen. Und so weiter und so fort. Nachdem er sich die Ansprache angehört hat, sitzt er einige Augenblicke lang schweigend da und bedenkt meine Bitte. Schließlich spricht er mich an. Ihr habt einige gute Punkte vorgetragen, doch wenn ich eurer Bitte stattgeben soll, brauche ich etwas als Gegenleistung. Gewiss erkennt ihr, wie wir beide einen Gewinn daraus zögen, wenn wir zu einer Übereinkunft kämen. Das Druckmittel bekommst du nicht. Das ist mal die klare Ansage. Boah, wir verlieren 400 Gold, die haben wir natürlich nicht. Ah nein, Moment. Falsch rum. Wir bezahlen 80. Kaiser Stomir erhält 10 Hofpracht, 10 Meinung von uns. Beginnt Bau der Stadt Nidda
Nichts wird zurückerstattet, falls der Bau manuell abgebrochen wird. Oh, das ist gut. Für 80 Gold nur und kein Druckmittel. Er verliert dafür 400. Man muss sich das mal vor Augen führen. 80 zu 400. Das nehmen wir an. Nidda wird gebaut. Holla die Waldfee. Beginnt den Bau der Stadt Nidda. Wo ist Nidda? Da ist Nidda. Gehen wir hin. 4 Jahre verbleibend. Und das wird uns natürlich maßgeblich stärken und noch mehr Gold einbringen. Auf Dauer. Hui, das geht gerade voran. Das ist und bleibt ein waschechter Administrator. Organisieren, verwalten, die Effizienz steigern. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Die Weiler sind darüber hinaus gebaut. Wir hatten das gesehen und gehört. Bekommen 11 Gold im Monat. Unterweisung. Otto von Nassau gewinnt 30 Jahre lang 30 Meinungen von Herzogin Elisabeth. Und der nächste Komplott. Was ist denn mit Henrike jetzt los? Ratspitzel ist mit der Entdeckung zu mir gekommen. Die Nichte Henrike schmiedet. Ah, die schmiedet das Komplott gegen Ingvar. Sieht das denn immer noch so schlecht aus? Henrike ist die Nichte. Ah, das ist ja von unserem Bruder Johann. Ihr erinnert euch. Eine Tochter. Oh, die ist nicht sonderlich gut. Hat es zu nicht viel gebracht. Wo befindet die sich denn? Ah, die befindet sich bei uns. Beruhigend zu wissen. Klar, Theogar ist ja der Schwager. Und er ist ja sogar noch der Ratspitzel von uns. Ach du liebe Zeit. Das hatte ich verdrängt, dass wir den installiert haben. Tja, was machen wir mit ihr? Lasset alle Welt diese Verräterin kennen. Wir werfen sie ins Gefängnis. Ja, ob das nun stimmt oder nicht, ich werde Henrike nicht anklagen. Naja, die Sache ist die. Lasset alle Welt die Verräterin kennen oder werft sie ins Gefängnis. Eins von beiden. Die Frage ist, was machen wir mit Theogar? Wie stehen wir zu ihm? Also nicht er zu uns. Er findet uns super. Wäre dadurch ein bisschen vielleicht entsetzt. Aber wir mögen ihn gar nicht mal so sehr. Muss ich tatsächlich sagen. Und unsere Nichte, ja, wir lassen ihr das nicht durchgehen. Eins oder zwei, entweder ins Gefängnis oder wir sorgen dafür, dass jeder Bescheid weiß. Ich würfle eine 3. Lasset alle Welt diese Verräterin kennen und dann soll das Ganze letzten Endes von selbst passieren. Wir gucken hier nochmal drauf, was jetzt Sache ist. Na, die Henrike. Steht hier jetzt irgendwas dazu? Nicht wirklich. Ja, wir haben hier sie letzten Endes entdeckt. Haben hier aber auch kein Druckmittel gegen sie oder so. Sei es drum. Wir haben andere Ziele. Genießen aber immer noch die bei schlechter Gesundheit Vorzüge unserer späten Entscheidungen, denn wir machen immer mehr Geld und haben. Ah, wir können den Markt besuchen. Da sind wir so verschwenderisch jetzt? Was sagt unsere Anspannung? Die ist bei 0. Ich glaube, wir lassen uns das noch ein bisschen offen. Einfache Erdwälle in Siegen wurden gebaut. Doch was ist los? Die Kunst der Schlichtung. Als mich die lauten Stimmen einmal mehr erreichen, muss ich dem Verlangen widerstehen, einfach wegzugehen. Ständig zanken meine Vasallen Bürgermeisterin Benedikta und Gräfin Beatrix. Es bringt mich noch um den Verstand. Ich muss etwas tun. Ich könnte die Situation entweder nutzen, um meine Fähigkeiten in der Kunst der Schlichtung zu üben, oder sie belauschen und einem von ihnen im Anschluss mein Mitgefühl ausdrücken. Mitgefühl ist beim Zyniker sicherlich fehl am Platze. Das können wir schon mal festhalten. Sie sieht irgendwie. Oh, na, Gräfin Beatrix hat's auch echt nicht leicht, ne? Wen mögen wir eher? Wir haben echt was gegen Gräfin Beatrix, das müssen wir mal so festhalten. Wir mögen auch nicht unbedingt Benedikta. Wir könnten versuchen, sie zur Vernunft zu bringen. Beatrix ist solch ein Holzkopf. Ja, und dadurch gewinnt Benedikta Meinung von uns. Ja, also zur Vernunft bringen? Nein, nein, wir lassen die gerne weiter miteinander schennen. Aber Bürgermeisterin Benedikta soll die Meinung von uns gerne hinzugewinnen. Wir halten nicht viel von unserer Vasallin in Fulda. Also echt ein Thema. Können wir mit ihr eigentlich irgendwas anfangen? Außer verführen, natürlich. Wir könnten die Vasallenbande ändern. Die Steuern erhöhen. Wobei das nicht viel machen würde. Aufgebote natürlich schon mehr. Meinung würde durchaus runtergehen, aber nur ein bisschen.
Oh, diesen Akt der Tyrannei. Warum das denn? Na gut, dann lassen wir das. Tyrannen sind wir nun mal wirklich nicht. Wie ist unser Schrecken? Nee, unser Schrecken ist bei Null. Das können wir uns gar nicht erlauben. Der Tod in unserer Mitte. Der Fluch des Todes lastet auf meinem Hof. Man hat einen Fall von Blattern entdeckt. Das unglückselige Opfer ist mein Schwager Theogar. Die haben gerade echt wenig Spaß in der Familie, das muss man so ehrlich sagen. Die Verderbnis, die von seinem Fleisch Besitz ergreift, ist eine Gefahr für uns alle. Solange er krank ist, sind alle bei Hofe in Gefahr. Wow, und er ist echt nicht fit. Er sieht schlimm aus. Na, isoliert ihn und betet um Erlösung. Das ist mal definitiv das Thema. Er ist von Narben, Ausschlägen und Beulen überzogen. Er wird nie wieder so sein wie früher, selbst wenn er seine Krankheit überstehen sollte. Oh, und jetzt er stirbt, ja gut. Das bedeutet übrigens, falls das so kommt, dass wir einen neuen Radspitzel benötigen. Ja, und schon ist er tatsächlich tot. Wow, das ging sehr zügig. Das war sehr, sehr flott jetzt hier. Er starb an den Blattern. Und damit haben wir einen freien Ratsposten. Und haben ganz ausgezeichnete... Oh Gott, nein. Oh nein. Wie könnten wir Gräfin Beatrix jetzt nur zur Ratsspitzelin ernennen? Da ist Ruprecht schon eher gerne gesehen, oder? Na, den mögen wir auch nicht so sonderlich. Jakob, unser Spielererbe, ist ein Thema. Und hat auch sonst keine. Ja, warum denn nicht? Also Beatrix ist vollkommen abstrus. Zynisch, wie wir sind. Wir halten von ihr gar nichts. Ja, mächtige Vasallin, natürlich würde sie das feiern, aber sie mag uns ja trotzdem. Es ist voll die Hassliebe zwischen ihr und mir. Wir hassen sie annähernd, sie mag uns sehr deutlich, aber wir werden es sicherlich mit unserem Jakob von Nassau hier halten, der unser neuer Ratsspitzel wird. Oh nein! Oh nein! Eine weitere Seele wurde von den Blattern getroffen. Jakob kämpft verzweifelt um sein Leben. Die Verderbnis. Ihr kennt das. Der Arzt will wissen, wie mein Sohn zu behandeln ist. Oh Gott. Ah, das... Wow. Also, dass es keine Behandlung gibt, ist ausgeschlossen. Das Nötigste, Zeit für drastische Maßnahmen. Mein Sohn muss diese Wahl treffen. Wir haben damit, glaube ich, erstmal gar nicht so viel zu tun. Haben wir irgendwas, was uns da... Nein, wir haben da... Also, alles außer es wird keine Behandlung geben, ist eine Option. Insofern würfel ich das wirklich komplett aus, was jetzt hier passiert. Wir würfeln eine 3. Es gibt die drastischen Maßnahmen. Und er verlor die Eigenschaft Blattern. Wow. Was ist... Wow. Ein neuer Tag. Der Ausbruch der Blattern am Hof ist endlich vorüber. Die Opfer haben die Krankheit entweder überstanden oder sind von uns gegangen. Ingvar versichert mir, dass alle Leichen entsprechend entsorgt wurden und die Bedrohung nun Geschichte ist. Wir müssen ihm ein Denkmal bauen. Er hat unseren Sohn gerettet. Können wir irgendwas mit ihm anfangen? Ja, wir könnten zu unserer späten Tage jetzt unsere... Bisexualität ausführen und ihn verführen. Das würde allerdings sehr, sehr unwahrscheinlich sein. Nein, wir sind endlich sicher. Theogar erlag der Krankheit und Jakob wurde wieder gesund. Wahnsinn. Die Liebesbläschen, die hat er immer noch. Aber was für eine gute Nachricht hier zum Schluss. Und was für eine Fügung. Das war knapp. Das war knapp um unseren Spielererben. Und insofern sind wir geläutert und gehen ganz bedächtig aus dieser Folge raus, die uns beinahe dafür... die uns beinahe einen Sohn gekostet hätte. So rum. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Crusader Kings 3. Bis dahin. Macht's gut, euer Let's Splinter. Ciao, ciao.